Also ich glaube, es gibt keine Politikerin, die so glaubwürdig und authentisch immer auftritt wie Rebecca. Ich finde es ganz toll, dass sie regional so wahnsinnig gut verankert und vernetzt ist und trotzdem, also man muss ja sagen, auf internationaler Ebene, global so die Fäden zusammenhält und Menschen zusammenbringt, die für die gemeinsame grüne Sache streiten. Ich denke, dass sich Rebecca die Interessen gerade an einem ökologischen Umbau oder auch an der Interessensvertretung, gerade was Umweltpolitik angeht, das gut vertreten wird. Und bin da ganz optimistisch, dass sie dann ihren Job auch machen wird, auf jeden Fall. Ja. Was mich an Rebecca fasziniert und weswegen ich sie lieben und schätzen gelernt habe, das ist, dass sie, egal wie lange sie schon im politischen Geschäft aktiv ist, nach wie vor sehr viele Menschen zu begeistern weiß für grüne Ideen. Gerade im Bereich Castor- und Atomenergiepolitik habe ich Rebecca als eine derart enthusiastische und motivierte Person kennengelernt, die sich für die Sache einsetzt und auch überall vor Ort ist. Also letztendlich eine Europaabgeordnete, die auch kommunal, regional und in Deutschland für ihre Themen kämpft.